Hey Leute, heute lernt ihr was Neues über mich, über die Möglichkeiten einer Lackieranlage und wir gucken uns einen super coolen Instagram-Account an. Viel Spaß dabei! Wir starten heute mit einem Instagram-Account, beziehungsweise mit zweien, aber dazu kommen wir gleich. Und zwar mit der Tischlerei Matt Interieur oder Matt Interior. Mit dem Namen gibt es ja eine gewisse Verwirrung. Und zwar, was wir auf jeden Fall sofort sehen, ist, diese Seite ist unfassbar gut gestaltet, extrem gut aufgeräumt. Wir haben hier links eine Rasterung, wo die Mitarbeiter sind. Wenn ich da draufklicke, sehe ich Tischlerei Thomas Herzog. Moment mal, wer heißt ihr denn jetzt? Falls ihr zuguckt, klärt das gerne mal auf, weil ich es gerade noch nicht so ganz verstehe. Ist aber eigentlich auch egal, weil was man sieht ist, das ist wirklich ein Paradebeispiel für eine ganz tolle Instagram-Seite. Super übersichtlich. Und was wir hier auch noch sehen, einen wunderbaren weißen Werkstatthund, der ein bisschen aussieht wie ein Wolf. Mit sowas kann man mich sofort gewinnen. Was man auch sieht, und ich habe es ja gerade schon angeteasert, wenn man oben guckt, steht noch Hersteller von 15 Quadrat Tiny House. Das ist eine zweite Seite, denn dieser Betrieb stellt auch Tiny Häuser her. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Klickt euch da mal durch. Die sehen unglaublich aus. Wirklich ganz, ganz toll. Super hochwertig und minimalistisch. Ich bin sprachlos. Tolle Seite, zweiter Account, auch super toll. Guckt euch das einfach an und genießt es. Ligner TV ist für euch wieder auf Tour und wir schauen uns an, wie die Maschinen, die ihr regelmäßig in euren Werkstätten benutzt, eigentlich hergestellt werden. Und die ersten 4 Reportagen dazu sind bereits online. Ich habe sie euch unten nochmal verlinkt. Und auch dieses Mal waren wir wieder unterwegs und zwar in Nordrhein-Westfalen bei Fenjakob Maschinenbau GmbH und Co. KG, ein mittelständisches Unternehmen, das weltweit agiert und sich mit der Oberflächenbearbeitungs- und Abluftreinigungstechnik und Fördertechnik beschäftigt. Das klingt erstmal ganz schön kompliziert. Deswegen haben wir uns mal angeschaut, wie eine solche Lackieranlage eigentlich produziert wird. Das war natürlich nur ein kurzer Einblick. In der gesamten Reportage erfahrt ihr, für wen sich eine solche Maschine lohnt, was sie eigentlich kann und wie sie gefertigt wird. Deswegen schaut euch das auf jeden Fall an. Wer regelmäßig lackiert, egal ob nur mit Hand oder mit einer Maschine, weiß, wir versprühen immer viel mehr Lack, als am Ende auf dem Bauteil landet. Und genau deshalb hat Tim Stender mir von einem sehr, sehr coolen Feature einer solchen Lackieranlage hier erzählt. Beim Lackieren können wir es leider nicht vermeiden, dass auch Lack neben das Bauteil gerät. Das kennt jeder, der schon mal von Hand irgendetwas lackiert hat. Man muss immer in einer gewissen Weise über das Bauteil hinausfahren, um es auch wirklich von allen Seiten und auch die Kanten zu beschichten. Das heißt, es landet Lack auf diesem Transportband, was wir haben. Und diesen Lack müssen wir dann irgendwie wieder runterholen. Und im Idealfall holen wir ihn nicht nur runter, sondern wir nutzen ihn auch oder können ihn wieder nutzen. So, und das tun wir zum Beispiel durch unser V-Rakel-System. Das heißt, wir rakeln dieses Gurtband, dieses Transportgurtband mit einem Querläuferband ab und rakeln dann mit einem V-Band eben dieses quergelaufene Gurtband ab und dann tropft da unten nochmal verwendbarer Lack wieder in diesen Eimer. Wir haben ihn also zurückgewonnen. Ob der wirklich wiederverwendbar ist, hängt ein bisschen vom Lacksystem ab. Aber es gibt durchaus Kunden, die diesen Lack, den wir dort abschaben und austragen, den direkt wieder dem Lackierprozess zuführen. So eine Lackieranlage ist natürlich eher für Betriebe geeignet, die auch viel lackieren. Oder vielleicht für welche, die vom Fachkräftemangel besonders stark getroffen sind. Denn so eine automatisierte Beschichtung kann einem auf jeden Fall Arbeit und vielleicht auch Sorgen abnehmen. Es ist wieder Zeit, eine eurer Fragen zu beantworten. Ihr könnt uns Fragen stellen unter den Videos, die drucken wir dann aus und packen sie in diese Fragenbox. Und heute geht es um diese Frage hier. Wolltest du schon immer Tischler werden oder hattest du auch mal einen anderen Berufswunsch? Das ist eine schwierige Frage. Ich beantworte die einfach mal ehrlich. Also ich hatte natürlich auch mal so einen Berufswunsch, Klempner, als ich ganz klein war. Und ich wollte auch mal Musiker werden. Aber so richtig echte Berufswünsche waren das eigentlich nie. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich in meinem Leben ehrlich gesagt fast nie gewusst, was ich machen soll. Und habe relativ lange gebraucht, erst durchs Studium dann so ein bisschen verstanden, was ich überhaupt machen möchte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das ehrlich zu sagen, damit es kein falsches Bild vermittelt. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man heutzutage in einer Zeit, wo man eigentlich alle Berufe irgendwie sehen kann, nicht genau weiß, was man eigentlich selber machen möchte. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen,
probiert mal verschiedene Sachen aus. Der eine möchte vielleicht eher mit dem Kopf arbeiten, der andere eher mit den Händen oder der dritte vielleicht auch mit Kopf und Händen gemeinsam. Also traut euch was auszuprobieren, traut euch Fehler zu machen. Genauso habe ich es auch gemacht. Die Frage ist der Knaller. Die Kiste ist weg, denn sie muss mit neuen Fragen gefüllt werden. Und auch die Folge ist jetzt zu Ende. Also ist das der richtige Moment, um den Kanal einmal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit ihr beim nächsten Video sofort wieder benachrichtigt werdet. Und in der Zwischenzeit schaut euch doch gerne unsere Reportagen an. Die habe ich einmal unten verlinkt. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.